Und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, wir sind in der Hölle. Und in der Hölle gibt's Loot? Oh ne, wir können Tränke auffüllen. Oh, ich ahne Böses. Wir sollen den Weg nach draußen finden. Okay, wir sollen optional hoch. Ich würde aber... Was? Hier hat jemand einen Brief hinterlassen? Ein Brief neben einer brennenden Kerze. Als die dunkle Brut nach Denerim kam, weinte ich so sehr, dass ich nichts mehr sehen konnte, aber ich hatte dennoch für dich gekämpft. Als dort, wo einst der Tempel der heiligen Asche stand, Dämonen aus dem Himmel strömten, zitterten meine Hände so sehr, dass ich mit meinem Bogen nicht mehr zielen konnte, aber ich habe dennoch für dich gekämpft. Als Korypheus und sein Erzdämon Haven zerstörten und meine Freunde töteten, schrie ich, bis mir die Stimme versagte, aber ich habe dennoch für dich gekämpft. Sie schickten mich los, um Adamant anzugreifen. Das heißt, die Festung würde von einer Dämonenarmee verteidigt und unsere Aussichten seien schlecht. Wir können nicht siegen, aber unsere Ablenkungsmanöver, unsere Opfer, gibt vielleicht den wichtigsten Leuten die Chance zu tun, was nötig ist. Mein Bauch krampft sich zusammen und jedes Mal, wenn ich meine Augen schließe, sehe ich in alten Schlachten gefallene Freunde, die nach mir greifen. Ich habe solche Angst, Erbauer, aber ich werde dennoch für dich kämpfen. Verfasser unbekannt. Was kriegen wir hier von Erz? Viridankristall. Seidentaschentuch. Wo geht's hier hin? Ein Buch. Wanderung im Nichts, gefrorene Momente. Einst studierte ich das Nichts als Gelehrter. Ich sezierte es, wie ein Kind mit einer Ratte oder einem Frosch tun würde. Ich war jung und gierte nach der Macht, die ich erlangen konnte, wenn es mir gelänge, das Nichts zu bezwingen. Ich versuchte, Karten seiner Wege zu zeichnen und als ich damit scheiterte, wollte ich sie befestigen. In meiner Überheblichkeit kämpfte ich gegen die grundlegende Natur des Nichts an. Wie kann man einen Traum festnageln? Wie kann man einen Gedanken kontrollieren, damit er von seiner Entstehung bis zu seiner Vollendung stets demselben Weg folgt? Erst als ich diese Bestrebungen aufgab und mich in Bescheidenheit übte, öffnete sich mir das Nichts. Die Geister kamen und boten sich an, mich zu führen. Sie waren meine Lichter in der Dunkelheit. Auf ihren Befehl hin hörten die Wege auf, sich zu verändern, so dass ich sie immer wieder beschreiten konnte. Mir wurden gewaltige Meere gezeigt, die jedoch kein Wasser enthielten, sondern Erinnerungen, gewonnen aus den Gedanken von Träumern. Ich trieb durch eingefrorene Momente, die bis ins letzte Detail perfekt waren, und während ich dieses unmögliche Reich erkundete, hielten die Geister dunklere Geschöpfe fern. Ich lernte ihnen zu vertrauen, sie sogar zu lieben, und ich sah, wie sich meine Liebe in ihnen widerspiegelte. Um das Nichts kennenzulernen, darf man nicht versuchen, es zu beherrschen. Das Nichts ist der Meister, der Lehrer. Wir sind lediglich die Schüler. Aus den Schriften von Magister Callistus. Ja, Freunde, ihr dürft gerne Stress machen, wenn ihr wollt. Ein bisschen XP mitnehmen kann nicht schaden. Schlösser, ne? Magie plus 1. Sieht aus wie ein Spiegel, den wir auch in der Burg haben, ne? Gut. Dann wollen wir uns den Herrschaften da oben mal stellen. Obwohl, wir könnten hier vorne nochmal gucken. Ist ja auch noch was. Wenn wir denn gerade hier sind, da können wir Vorräte aufstocken. Seltsam. Seltsam umschreibt es nur milde. Freunde? Okay.
bestimmt irgendwas. Finde eine weitere Angst. Finde Licht in der Dunkelheit. Die Ängste der Träumer. Ich kann gemeinsam mit dem Gläubigen zum Tempel der heiligen Asche, um beim Konklave mitzuhelfen. Ich flehte den Erbauer um Frieden an, doch die Berge erbebten, stürzten ein und begruben mich. Allein in der Finsternis, mit zerschmetterten Beinen, weinte ich aus Angst vor einer Welt ohne den Erbauer und glitt im Dunkeln immer wieder in die Träume von Monstern ab. Erhelle meine letzten Stunden, lass mich zum Erbauer gehen, ohne dass ich mich den Schrecken der Dunkelheit heimsuche. Hier könnte vielleicht was sein. Ich sollte mich mal genauer umsehen. Finde, okay. Dann müssen wir jetzt nochmal alles abgehen. Kerze platzieren. Nehmen. Magie plus 1. Weil da, wo wir jetzt eben waren, da kann natürlich jetzt wieder was sein, ne? Dadurch, dass wir das jetzt erst gerade freigeschaltet haben. Latschen wir da mal hin. Und dann gehen wir den Berg hoch. Hier scheint nichts zu sein. Kann man da hoch? Das sieht so aus, als wenn er oben im Weg ist. Kann er mal versuchen, da hoch zu klettern. Okay, hier ist auch nichts. Kommen wir hier hoch? Frage. Das ist auch eine Treppe oder nicht? Okay, ich glaube, man möchte nicht, dass wir hier hochgehen. Und dort werden wir nicht hochkommen. Okay, dann folgen wir dem Weg. Wächter und auch euch, Champion. Göttliche Justinia, eure Heiligkeit. Cassandra. Ist sie es, Cassandra? Ich dachte, ihr wärt tot. Ich verstehe das nicht. Ihr seid nicht sie. Ich erinnere mich nur an weniges von dem, was in Haven geschehen ist, aber ich dachte, ihr wärt tot. Ich fürchte, die Göttliche ist tatsächlich tot, Inquisitor. Wir sehen uns hier vermutlich einem Geist gegenüber. Oder einem Dämon. Ihr haltet es für unmöglich, dass ich überlebt habe. Und doch seid ihr selbst hier im Nichts und am Leben. Tatsache ist, dass der Nachweis meiner Existenz auf jeden Fall mehr Zeit erfordern würde, als wir haben. Aber ihr versteht doch sicherlich unsere Bedenken und könnt uns erklären, was ihr seid. Ich bin hier, um euch zu helfen. Ihr erinnert euch nicht an das, was im Tempel der heiligen Asche geschehen ist, Inquisitor. Nein, tue ich nicht. Die Erinnerungen, die ihr verloren habt, wurden von dem Dämon geraubt, der Korypheus dient. Er ist der Albtraum, den man vergisst, sobald man erwacht. Er nährt sich von Erinnerungen voller Angst und Finsternis und labt sich an dem Grauen. Dieser falsche Ruf, der die Wächter so sehr in Angst versetzt und zu derart gewaltigen Fehlern getrieben hat? Er ist sein Werk. Ich würde liebend gerne Rache nehmen für das Unrecht, das meinen Brüdern und Schwestern durch diesen Albtraum widerfahren ist. Ihr werdet eure Chance bekommen, tapferer Wächter. Dieses Reich der Finsternis ist sein Hort. Korypheus hat anscheinend reichlich Dämonen, die ihm zur Verfügung stehen. Wie schafft er es, so viele von ihnen zu kontrollieren? Ich weiß nicht, wie er seine Dämonenarmee befehligt. Möglicherweise entspringt seine Macht direkt der Verderbnis. Der Albtraum jedoch dient ihm aus freien Stücken, weil Korypheus gewaltiges Grauen in diese Welt gebracht hat. Er war schließlich einer der Magister, die erste Verderbnis über die Welt brachten, nicht wahr?
Jedes Weinen eines Kindes, wenn der Erzdämon am Himmel kreist. Jedes Wimmern eines Zwerges in den tiefen Wegen. Der Albtraum hat gut gespeist. Wie können wir ihm Schaden zufügen? Wir sollten uns vielleicht zunächst darauf konzentrieren, aus dem Nichts zu entkommen. Ihr schadet ihm, indem ihr aus dem Nichts entkommt und eure Leute gegen Korypheus ins Feld führt. Das hatte ich nicht gemeint. Ich weiß, aber im Moment ist das die beste Antwort, die ich euch geben kann. Als ihr in Haven das Nichts betreten habt, hat der Dämon einen Teil von euch geraubt. Bevor ihr irgendetwas anderes tut, müsst ihr es wiedererlangen. Dies sind eure Erinnerungen, Inquisitor. Vernichte die Dämonen und... Okay. Solange ihr noch könnt. Ihr müsst sie warnen. Bringt mir das Opfer. Was geht hier vor? Dies ist die Stunde unseres Sieges. Warum tut ihr das? Ausgerechnet ihr! Bringt das Opfer zum Schweigen. Hilfe! Jemand muss mir helfen! Was geht hier vor? Euer Mal stammt also nicht von Andraste. Es kommt von der Kugel, die Korypheus bei seinem Ritual verwendet hat. Korypheus wollte den Schleier zerreißen, mithilfe des Ankers das Nichts betreten und die Tore der schwarzen Stadt aufstoßen. Und zwar nicht für die alten Götter, sondern für sich selbst. Als ihr jedoch seinen Plan durchkreuzt habt, ließ die Kugel stattdessen euch den Anker zuteil werden. Dann war das also was? Ein Unfall? Ein zufälliger Querschläger in der Hitze des Gefechts? Und wenn dem so wäre? Dann war weder der Erbauer noch Andraste in irgendeiner Weise an all dem beteiligt. Ich bin nur... Wenn ihr an den Erbauer glaubt, dann glaubt ihr auch, dass er diese Welt und alles in ihr erschaffen hat. Einschließlich eures Unfalls. Und wenn ihr nicht an ihn glaubt, hat sich auch nichts verändert. Ihr könnt erst dann aus dem Hort des Albtraums entkommen, wenn ihr alles zurückerlangt habt, was er euch genommen hat. Ihr habt einen Teil eurer selbst zurückgewonnen. Aber er weiß jetzt, dass ihr hier seid. Ihr müsst euch beeilen. Ich werde euch den Weg bereiten. Habt ihr etwas auf dem Herzen, Hawk? Es waren graue Wächter, die Göttliche in dieser Vision festgehalten haben. Ihre Taten haben dazu geführt, dass die Göttliche jetzt tot ist. Ich bin davon ausgegangen, dass er ihren Verstand beherrscht hat. Ihr selbst habt schon gesehen, wie er das getan hat. Nun kommt. Wir können uns streiten, wenn wir von diesem finsteren Ort entkommen sind. Worauf ihr euch verlassen könnt. Könnte das tatsächlich ihre Heiligkeit gewesen sein? Ich weiß es nicht. Wir haben bisher überlebt. Vielleicht ist dasselbe auch ihr gelungen. Sie scheint jedenfalls ein Interesse daran zu haben, uns zu helfen. So viel steht fest. Das ist ja alles ganz toll.
Aber es ist dieser Albtraum, der mir im Moment eine Scheißangst einjagt. Ein Dämon, der den Seelen der Sterblichen die Angst raubt. Nach dem, was er meinen Brüdern und Schwestern angetan hat, bete ich dafür, dass wir einen Weg finden, ihn zu vernichten. Ja, was ich mich jetzt frage, auch wenn ich jetzt irgendwas vielleicht nicht mitbekommen habe, was habe ich bei Corypheus gemacht? Wie bin ich da hingekommen? Weil das war ja alles vorher. Kapiere ich jetzt nicht ganz, aber gut. Wir folgen weiter dem Weg. Ein Brief mit zittriger Handschrift. Mein Sohn, wenn du dies liest, wird mich das Gift der dunklen Brut dahingerafft haben. Wir haben in Starkhaven alles gegeben und den Wächtern Zeit verschafft, um den Erzdämon zu erschlagen. Doch als ich die Verderbtheit in meiner Wunde roch, wusste ich, dass ich dich niemals wiedersehen würde. Fyrus wird nach Männern verlangen, die das Schlachtfeld absuchen. Er strebt danach, die Macht Starkhavens zu vergrößern, und die Waffen hunderter grauer Wächter, die herrenlos auf dem Boden liegen, werden ihm helfen, die freien Marschen zu erobern. Du musst dich weigern. Das Schlachtfeld ist mit Gift getränkt und keine Rede, keine Einschüchterungsversuche und keine Vorwürfe der Feigheit können das ändern. Jeder, der dieses Schlachtfeld jetzt betritt, wird sterben. Du musst tun, was du kannst, um ihn hinzuhalten und die Krähen beobachten. Diese Vögel haben ein gutes Gespür für die Verderbnis. Wenn du siehst, dass sie sich dort sammeln, dann weißt du, dass das Gift fort ist und dass das Schlachtfeld gefahrlos betreten werden kann und es nach irgendwelchen Plunder abzusuchen, der Fyrus zufriedenstellt. Ich werde nicht da sein, um dir beizustehen, mein Sohn, also musst du von den Krähen lernen. Sie beobachten genau, was geschieht, und ihre Furcht lässt sie überleben. Bitte, ich flehe dich an, beobachte die Krähen und tu dasselbe, Sora. Jut, jut. Weiter geht's, meine Herren und Damen. Ah, wir haben Besuch. Ein törichtes kleines Mädchen ist hier, um die Angst zu stehlen, deren Last ich ihr freundlicherweise von den Schultern genommen hatte. Ihr hättet mir danken und eure Angst dort lassen sollen, wo sie war. In Vergessenheit. Oder denkt ihr etwa, der Schmerz würde euch stärker machen? Welcher Narr hat euch einen derartigen Unsinn in den Kopf gesetzt? Der Einzige, der durch eure Angst stärker wird, bin ich. Aber ihr seid Gast hier in meinem Heim. Also lasst mich euch bitte zurückgeben, was ihr verloren habt. Ja, und mit diesen mahnenden Worten werden wir dezent diese Folge beenden. Und schauen mal, was in der nächsten Folge passiert. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.